Heißt es jetzt Game Over für die Rallye der Aktienmärkte? Könnte gut sein, dass da mal eine Bereinigung jetzt notwendig ist und auch kommen wird, denn es ist doch eine sehr, sehr einseitige Positionierung und sehr viel Optimismus derzeit erkennbar auf der einen Seite, und auf der anderen Seite kommen jetzt immer mehr Risikofaktoren ins Spiel. Und der Hauptrisikofaktor ist der Handelskrieg 2.0 zwischen den USA und China. Und dieser Handelskrieg 2.0, der sorgt heute auch für Abgaben im asiatischen Handel. Und das dürfte den DAX zum Handelsstart gleich ein bisschen nach unten drücken. Und wir wollen uns mal anschauen, was da genau passiert ist. Denn es ist so, das hatte sich gestern schon angekündigt, wir haben ja jetzt den Kongress der Kommunistischen Partei in Peking, und this is the end of Hong Kong, heißt es von einigen Kommentatoren. Hier will man ein neues National Security Law einführen, also ein neues Sicherheitsgesetz, faktisch also Hongkong viel enger an die Kandare nehmen. Gleichzeitig hat Chinas Kommunistische Partei, damit die Führung praktisch, auch jetzt kein BIP-Ziel ausgegeben. Man macht es also wie amerikanische Unternehmen. Da sagt man, Zukunft ist ja mal unsicher wegen Covid-19, deswegen sagen wir besser gar nichts. Dementsprechend kann man auch nicht enttäuschen, das ist ja das Motto, das derzeit alle fahren. Wir gucken mal, wie es in der Vergangenheit war, da war es nicht so schlecht, aber in der Zukunft wird es vielleicht nicht so gut, aber wir sagen nicht, wie weniger gut es wird, sondern wir tun einfach mal so, als würde alles weitergehen. Das macht also Chinas Führung auch. Gestern ging es ja schon ein bisschen nach unten mit den Kursen zwischenzeitlich. Nach diesem Tweet der Global Times, der das letztendlich nur auf den Punkt gebracht hat, was am ganzen Vortag schon der Fall war, nämlich diese zunehmenden Spannungen, hier die USA würden die Kerninteressen Chinas unterminieren, hieß es da. Und jetzt eben hier diese Bill, diese neue Legislatur, die hier von dem Vizegouverneur von Hongkong hier ins Spiel gebracht wird. Warum sei das nötig? Weil hier dieses Prinzip One Country, Two Systems, das ist ja sozusagen ein Land, zwei Systeme, das ist ja das Grundprinzip, das die Briten mit den Chinesen noch ausgehandelt haben. 1997 ist ja Hongkong dann an China gefallen, nach langer Zugehörigkeit zum britischen Reich. Und da hat man eben gesagt, okay, es gibt zwei Systeme, aber Hongkong gehört schon zu China, aber kann ein anderes System haben. Und dieses System, so heißt es nun seitens der Behörden in Hongkong, die Peking-lastig sind, um es mal vorsichtig zu formulieren, die würden jetzt verletzt und gefährdet durch Menschen, die sozusagen die nationale Sicherheit gefährden etc. Und praktisch jetzt diese Opposition in Hongkong, die soll mithin also mundtot gemacht werden, und die wird sich das nicht gefallen lassen. Zunächst mal auch hier Hu Xixin, der sagt, der Chefredakteur der Global Times, der sagt ja, wir sind zuversichtlich, unsere Wirtschaftskraft weiter entfalten zu können, bla bla. Wir steigern unser Military Spending, unseren Militärhaushalt um 6,6%. Das klingt jetzt erstmal viel, ist aber in Relation zu dem, was China vorher gemacht hat, doch deutlich geringer. Und hier sagt dann Hu Xixin auch nochmal, hier, Hongkong gehört zu China, das nicht zu USA. Und hier, das sollten die Amerikaner mal verstehen. Und das sollte vor allem Donald Trump mal verstehen, der gestern ja gesagt hat, dass hier, oder der gestern, nämlich Donald Trump, der gestern China gewarnt hat, hier in Sachen Hongkong nicht zu weit zu gehen. Also wir haben jetzt im Prinzip nicht nur Hongkong, sondern wir haben vor allem jetzt die Situation, dass dort heute wieder wohl neue Demonstrationen kommen werden in Hongkong. Das dürfte die ganze Lage dann verschärfen. Wie werden da die Sicherheitsbehörden agieren? Wird chinesisches Militär dann wieder vielleicht einrücken, wie das ja schon mal der Fall war? Das sind alles große Fragen. Jedenfalls sehen wir hier, dass der Hang Seng, der Leitindex in Hongkong, stark unter Druck ist. Der Hang Seng zählte zu einem der schwersten Aktienmärkte der Welt, was die Marktkapitalisierung betrifft. Da ist richtig Umsatz und da passiert sogar mehr als in Tokio. Das muss man sich mal vorstellen. Hier Druck auch aus den USA, jetzt immer mehr Senatoren, wie hier zum Beispiel Hawley, der Republikaner aus Montana, der eine Ansprache gehalten hat, wo er sagt, China gefährdet all das, was uns ausmacht, nämlich Freiheit, unsere Art zu leben. Wollen wir immer abhängiger werden von China, von diesen Dingen, die China macht? Wir sehen also, das Ganze, das kocht jetzt schon richtig rauf. Chinas Führung selber hat dann nochmal gesagt, liebe Provinzen innerhalb Chinas, ihr müsst jetzt mal den Gürtel enger schnallen. Schnallt euch mal richtig an, denn jetzt müssen alle Ausgaben gekürzt werden, die nicht wirklich notwendig sind. Also auch nach innen baut jetzt die kommunistische Führung Druck auf, und China
Und Taiwan ist praktisch das zweite Thema. Wir haben im Prinzip den Handelskrieg 2.0 und wir haben zwei Schlachtfelder, einmal Hongkong, einmal Taiwan. Taiwan zeigt sich hier stark besorgt, dass eben die Lage in Hongkong weiter eskaliert, dass die Lage zwischen China und Taiwan weiter eskaliert, weil eben praktisch die Amerikaner immer mehr die Unabhängigkeit und die Souveränität Taiwans befördern. Genau das will Peking verhindern. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich zu den USA, zu Donald Trump und zu dem, was an die Märkte derzeit passiert. Donald Trump heute mit der Aussage, heute Nacht mit der Aussage, wenn es zu einer zweiten Coronavirus-Welle käme, dann würden wir nicht nochmal einen Shutdown machen. Ob er das durchkriegt, ist die große Frage. Trump noch mit interessanten Aussagen, auch in Sachen Hongkong. Ich werde zur richtigen Zeit ein Statement in Sachen Hongkong abgeben. Es würde die USA brechen. It would break the US if we don't reopen. Wenn wir nicht praktisch den Lockdown beenden und die Wirtschaft wieder öffnen. Der Lockdown war schon richtig, aber wir müssen jetzt wieder die Wirtschaft aufmachen. Trump verliert ja selbst mit seinen Hotels, mit seiner Anlage in Miami etc. viele 100 Millionen Dollar pro Tag. Das dürfte ihnen langsam auch richtige Schwierigkeiten bereiten. Und deswegen sagt er auch, ja, wir haben noch jede Menge Munition, vor allem seitens der Fed und seitens des US-Finanzministeriums, dass wir dann nochmal in die Wirtschaft kippen können. Wir sehen hier diese anti-chinesischen Sentiments in den USA, Common Sense. Auch Pelosi, die Führerin der Demokraten, hat sich hier ganz stark pro Hongkong und gegen die kommunistische Partei in China geäußert. Jetzt sagt dann auch der Sprecher der Republikaner im Senat, wo die Republikaner ja die Mehrheit haben, sagt, wir müssen wohl noch mal etwas tun, wir sind noch nicht fertig, das nächste Stimulusprogramm muss kommen, sonst haben wir ein Problem. Das Problem haben auch teilweise die Aktienmärkte. Und diese Grafik zeigt eigentlich alles, was man wissen muss. Wir sehen hier auf der einen Seite die Gewinnerwartung bei den Unternehmen des Russell 2000 Index. Da sehen wir, die geht radikal nach unten und das Kursgewinnverhältnis geht radikal nach oben. Da ist ja irgendwie ein kleiner Widerspruch. Wir sehen also, dass die Wirtschaft kollabiert und die Aktienmärkte steigen. Das ist im Prinzip die totale Entkoppelung zwischen Realwirtschaft und der Finanzwirtschaft. Und die sehen wir auch sozusagen international, wenn wir uns jetzt mal die amerikanischen Aktienmärkte anschauen, in Relation zu den entwickelten Aktienmärkten der Welt, also zum Beispiel Deutschland etc. etc. Dann sehen wir, dass wir jetzt mit einem Faktor 2,3 bewertet sind. Das heißt, die Wall Street, die etwa 38 Billionen Dollar auf die Waage bringt, die ist 2,3 mal so viel wert wie alles andere zusammen. Ich hatte gestern ja schon gezeigt, dass Amazon alleine mehr wert ist als der DAX, dass ein paar Fang-Aktien mit Microsoft und Netflix mehr oder so viel auf die Waage bringen, wie das gesamte BIP und Deutschlands und Italiens kombiniert. Wir sehen also, dass wir hier praktisch einen totalen Höhenflug der US-Märkte haben. Und das angesichts einer Situation, wo die USA sich nicht gerade in starker Verfassung präsentieren, wo sie sozusagen das am stärksten betroffene Land des Coronavirus mit dem Coronavirus sind, wo sie zeigen, dass sie im Prinzip erstmal ein bisschen ratlos sind und jetzt eben in der Situation sind, dass das Fallpotenzial, die Fallhöhe extrem hoch ist, und das haben nach meiner Auffassung die Märkte überhaupt nicht eingepreist. Schauen wir hier mal zum Beispiel, hier sehen wir die gelbe Linie in diesem Chart von Liz Ann Saunders, ein perfekter Chart wieder mal, sehen wir die gelbe Linie, das sind die Gewinnerwartungen, die gehen deutlich runter und die blaue Linie, die zeigt deutlich nach oben, das ist der S&P 500. Und Liz Ann Saunders sagt, ja, in 90% der Fälle läuft das sehr kongruent, also der S&P 500 und die Gewinnerwartung, das geht meistens parallel in über 90% der Fälle. Nur derzeit haben wir eine so krasse Differenz zwischen Gewinnerwartungen und eben den Kursen. Der Fed sei Dank, dazu kommen wir gleich. Wir sehen, ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, dass die Optionsbestände total auf der Longseite positioniert sind, in einer Art und Weise, wie wir es seit der Dotcom-Blase nicht mehr hatten. Wir sehen, dass der Optimismus extrem hoch ist für den Triple Q. Triple Q ist das maßgebliche Nasdaq-ETF. Zweithöchstes oder höchstes Niveau dieser Optimismus jetzt seit dem Jahr 2012. Und all das hat möglich gemacht, die Fed, die Bilanzsumme ist jetzt über 7 Billionen gestiegen und man hat 1,8 Milliarden an Corporate Debt ETFs gekauft, also praktische Junk Bonds, wenn man so will. Die sind jetzt in der Bilanz, ist nur ein ganz kleiner Posten, aber hat die Märkte sehr stark beruhigt. Und die Kosten sind so, dass man praktisch jetzt auf dem Weg ist, die höchste Verschuldung zu haben. Oder wir haben jetzt im Prinzip die höchste Verschuldung,
bei den entwickelten Ländern in Relation zum BIP seit dem Zweiten Weltkrieg, auf dem Hochpunkt des Zweiten Weltkriegs, als die Wirtschaft ja auch da niederlag und man Waffen nur produziert hat, Menschen verloren hat. Da war die Verschuldung genauso wie jetzt in Friedenszeiten. Das muss man sich mal vorstellen. Das sagt eigentlich alles über die Welt, wie sie derzeit der Fall ist. Schauen wir uns mal an, was die Charts machen, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, das ist der S&P 500 von Capital.com. Wir sehen, dass wir hier praktisch nicht rausgekommen sind oben bei 2980. Da ist permanent so ein Seitwärtsmove der Fall. Und was nicht steigen will, dann kann dann teilweise dazu tendieren zu fallen. Das ist physikalisch möglich. Wir sehen den DAX, der aktuell unter der 11.000er Marke handelt, 10.910. Ich hatte den Hang Seng schon gezeigt. Gehen wir mal weiter in Richtung Gold. Da sind wir bei 1730. Wir haben Euro-Dollar bei aktuell 1,0929, gestern der Dollarstärke weitgehend. Und Crude Oil ist deutlich unter Druck. Risikoaversion jetzt eben in Sachen Hongkong, in Sachen Handelskrieg 2.0. Das sorgt dann dafür, dass auch Öl möglicherweise jetzt erstmal wieder einen Rücklauf wird starten müssen. Wie die Aktienmärkte, das im Mindesten ist das Potenzial. Aber vielleicht fällt den Amerikanern wieder was ein. Vielleicht ein Impfstoff, nicht? Ein Impfstoff wäre doch vielleicht was. Oder ein Tweet, wir pumpen nochmal 700 Billionen Dollar in die Märkte. Warum ja auch nicht, gell? Wir leben doch im Hier und Jetzt und im Heute. Was interessiert uns das, was dann an Schulden dann? Das können ja eh die anderen bezahlen. Also, ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen letzten Handelstag der Woche. Heute kein Marktgeflüster. Am Montag wahrscheinlich, muss ich gucken, kein Videoausblick und kein Marktgeflüster. Da ist US-Feiertag. Ich habe noch ein paar andere Dinge zu tun. Spätestens jedenfalls sehen wir uns am Dienstag. Heute kommt vielleicht noch ein anderes Video, auf das ich Sie aufmerksam machen möchte. Da geht es darum, ob die Aktienmärkte spinnen. Und meine Antwort ist ja. Also, 40 Servus, ciao.